Hallo, herzlich willkommen. Heute ist unser Rhythmusthema wieder mal wechselnde Taktarten. Und zwar spielen wir da ein richtiges Stück. Und das Stück heißt 3, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Okay, in der letzten Folge, da hatten wir es gleich mit zwei verschiedenen Taktarten zu tun. Und zwar mit einem Dreivierteltakt und mit einem Zweivierteltakt. Und damit ich nicht total durcheinander komme, haben wir uns gesagt, wir nennen den Dreivierteltakt mal Taktart A. Und der geht so. 1, 2, 3, 1, 2. Wollt ihr mitmachen? 1, 2, 3, 1, 2. Perfekt. Tja, und dann gab es noch den Zweivierteltakt. Der heißt jetzt B und der geht so. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja, und dann können wir doch diese zwei Rhythmen, die wir jetzt gelernt haben, also Rhythmus A war der Dreivierteltakt, Rhythmus B war der Zweivierteltakt, die kann man doch miteinander kombinieren, das haben wir ja schon in der letzten Folge gemacht. Aber jetzt könnten wir es mal in so einer ganz bestimmten Reihenfolge machen, nämlich einmal den Rhythmus A, zweimal den Rhythmus B und dann wieder einmal den Rhythmus A. Also eine 3, 2, 2, 3. Und das üben wir jetzt mal zusammen. Das kann man nämlich auch zählen vorher. Das übt man auch, das Zählen ist wichtig. Dann kann man sich die Reihenfolge besser merken. Und das machen wir mal alle zusammen, okay, mit den Fingern. Und los geht's. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Ja, und jetzt das, was wir vorhin gezählt haben, das spielen wir jetzt. Und der Dreivierteltakt, das war doch hier, so haben wir doch angefangen, das war unser Rhythmus A, Dreiviertel hier. Und der Rhythmus B, der Zweiviertel, der war doch hier. Jetzt muss man sich die Reihenfolge merken. 3, 2, 2, 3. Okay, das war dann so. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Und jetzt alle zusammen. Und 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Okay, jetzt haben wir gemacht 3, 2, 2, 3. Aber der Thorsten hat am Anfang gesagt, das Stück heißt 3, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Deswegen, weil wir es jetzt genauso machen. Ja, wir hängen jetzt folgende Rhythmen aneinander. 3, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Jetzt wieder alle zusammen. Und 1, 2, 3, 1, 2. Sag mal, Joe, du bist doch Trompeter. Und Trompete ist doch ein Melodieinstrument. Und warum bist du dann bei uns in der Rhythmusfolge? Jede Melodie hat ja auch einen Rhythmus, sonst wäre es keine richtige Melodie. Und der Rhythmus ist das, was alles zusammenhält. Wenn man zusammen Musik machen will, dann braucht man einen Rhythmus und muss sich da auskennen. Deswegen habe ich hier mitgemacht. Jetzt wieder alle zusammen! Nochmal das Ganze. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1
das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.